Da bin ich wieder zurück mit Sea of Stars, meine Damen und Herren. Und habe mit, naja, ich hätte es vorher merken können, aber ich habe mit Entsetzen festgestellt, dass logischerweise Meeresfrüchte keine Filets sind. Und habe nie drauf geachtet, was mir die ganzen Kärchen hier geben. Übrigens dieselben Tierchen wie oben zu angeln, also insofern. Nichts Neues, nichts verpasst, relativ uninteressant, was das angeht. Aber ja, und dementsprechend musste ich jetzt dann doch ein, zwei Mal nochmal aus dem Gebiet rausgehen, um neue Fische zu spawnen. Glücklicherweise ist das nicht so ein Ding, du musst jetzt aber eine Stunde warten, bevor da irgendwie wieder ein Fisch auftaucht. Und jetzt ich hatte ihm nochmal 6 gegeben, das heißt, es fehlen noch 19. Jetzt müsste ich irgendwie über die 20 haben. Diese Sidequest wird jetzt beendet. Keine Ahnung, was mir das gibt, aber ich will's wissen. Hey, wir können endlich weg hier, das ist für euch. Ne, Regenbogenschnecke. Yay. Das Problem mit Regenbogenschnecken ist zum jetzigen Zeitpunkt zumindest für mich, weil. Ich habe es ja schon mal gesagt, ne? Ich nehme das hier reichlich im Voraus auf und das heißt, das Ganze ist für mich blind. Das Problem für mich mit Regenbogenschnecken ist einfach die Tatsache, ich weiß noch nicht, wofür sie sind. Und ohne dieses Wissen ist das so, ja, hier hast du halt eine Regenbogenschnecke und das ist dann immer so, ja gut, okay. Die Piraten sind in der Stadt, ich schleiche mich an sie heran. Du siehst aus wie ein Jester mit Glöckchen und so. Ich glaube nicht, dass du dich ranschleichen kannst. Willkommen bei Tausch die Truhe. Für nur 5 Gold könnt ihr eine beliebige Truhe öffnen und den Inhalt behalten. Wenn ihr den 10 Gold Hauptpreis 5 Mal findet, bekommt ihr eine Spezialbelohnung. Okay. Toll. 10 Gold, das ist wohl der Hauptpreis. Danke fürs Spielen. Okay. Wenn ihr den 10 Hauptpass 4 weit. Ach so, das ist gar nicht hintereinander, sondern allgemein nur. Okay. Ah. Gibt eine leere Truhe. Yeah. 10 Gold, das ist der Hauptpreis. Danke fürs Spielen. Okay. Yeah. Okay, zweimal noch, ha? Huh? Ja. Wer, der Preis ist es nicht wert. Ah, oh, die ist tatsächlich leer. Man. Das sollte verboten sein. Okay, aber beim dritten Mal ist die bestimmt nicht leer. Wie viel Gold habe ich eigentlich? Ah, genug, um das hier ein paar Millionen mal zu machen. Ja. Yeah. Einmal noch. Easy. Das war erstaunlich einfach. Meine Güte, ihr habt gerade 5 Mal den Hauptpreis geöffnet. Die Spezialbelohnung gehört euch hier. Danke fürs Spielen. Also wie gesagt, es ist bestimmt wichtig und so, aber ey. Das verlassene Zaubererlabor im Norden von Brisk. Ich hätte fast Lust hinzugehen und nachzusehen, ob es dort Schätze gibt. Aber es gibt nicht mal eine Tür. Ich hätte fast Lust, aber dann ist mir eingefallen, ich komme da gar nicht rein. Toll. Ah, nochmal 50G. Wow. Kann man nicht anders sagen, ist sehr nett, dass man so viel Gold hier findet, ne? Weil dann kann man ohne Probleme ständig dieses Minispiel spielen. Also, Minispiel mit sehr großen, na, Anführungszeichen, aber. Hey, ihr habt doch den fliegenden Lift repariert. Danke. Es ist schön, wieder mal in Brisk einkaufen gehen zu können. Wieder unterwegs, schaut euch mal frisches Gemüse an. Oh, Rezept Fisch in Pergament. 110. Ich will das nicht.
Okay, jetzt geht's mir wieder besser. Aber 110 ist trotzdem. Dafür, dass die mir nur beibringen, wie man einen Fisch in Pergament macht. Ich will mir eine neue Jole kaufen, aber ich weiß nicht genau welche. Eine Jole ist ein Boot, nehme ich an. Haben wir, alles ausverkauft, interessant. Vergesst nicht, Kochzutaten einzukaufen. Wir haben hier im Britzka eine sehr gute Auswahl. Ja. Würde ich ja, wenn es irgendwann mal wichtiger wird. Also sprich mit anderen Worten, wenn ich mal wirklich in Gefahr laufe, dass mir die Highlights ausgehen. Wenn man einen Strand hat, macht sogar die Wäsche Spaß. Soll ich also das so verstehen? Nee, das ist glaube ich die Taverne, da gehen wir später rein. Dass die gerade ihre Klamotten echt im Salzwasser wäscht. Ich sehe bloß zu, dass der Kamin im guten Zustand ist. Während der Hochsaison bleibt für Wartungsarbeiten keine Zeit. Okay. Sieht aber auch nicht sonderlich gut. Ah, der Ozean, Ort der Träume und Ideen. Er hat halt einen Eigennamen, das könnte ganz interessant sein, aber irgendwie... Es scheint der Kerl ja nicht so wirklich zu wissen, was er machen will. Wie gesagt, da gehen wir gleich rein. Das ist der uninteressante Teil für mich, weil in der Demo waren wir halt hier schon mal und ich weiß so grob, was passieren wird. Also ist für mich halt das Erkunden gerade quasi interessanter. Wobei das Erkunden sich ja darauf beschränkt, Schatztruhen einzusammeln. Aber da, ein Arkan-Amulett. Was, 18... Du kriegst das Ding. Sehr schön. Ich komme gerne hier, um den Booten zuzusehen. Cool. Ich mag Züge. Erinnert mich nur daran. Oh, eine Statue des Schläfers. Siehst du die Schläferstatue? Meine Freundin meint, eine ältere Version davon wäre irgendwo versteckt, aber ich glaube ihr nicht. Eine ältere Version. Ah. Tja, da oben haben wir das Ding bekommen. Ich erinnere mich. Das wäre das komische Ding. Ich mag das mit dem Hintergrund da nicht. Ich weiß nicht, was es ist, aber der Hintergrund im Loch da ist irgendwie... Gefällt mir nicht. Der Rest ist okay. Hallo, ich nerv dich dann auch mal, yeah. Oho. Wer auch immer da lebt, hat jetzt ein Problem. Aber ist nicht mein Problem. Wer auch immer hier lebt, liebt offenbar Bananen und Hühnchen. Interessant. Ja, einfach mal da hoch, warum nicht? Das ist mein Lieblingsplatz. Könnte die Brise schwören, kein Wunder, weil die Stadt ihren Namen hat. Ich behaupte jetzt mal, wir haben jetzt so langsam alles gefunden. Oh, das jetzt einfach mal so raus. Angriffskraft plus 4. Na, warum nicht? Wenn dem nicht so ist, werde ich es vielleicht irgendwann mal merken oder auch nicht. Aber sieht doch schon mal gut aus. Ja, auf jeden Fall haben wir eine Menge gemacht. Ne? Sidequest hier, Minispiel da. Kinder dort. Ab geht's in die Taverne. Und zum Abendrücken theoretisch dann auch, aber nochmal danke für die Hilfe. Jo, kein Thema. Das ist ein Rädertisch. Jeder mit einem eigenen Rad und mindestens zwei Figuren kann spielen. Ah. Also es ist quasi ein Minispiel, gut zu wissen.
Das wusste ich bereits. Egal. Genau so, du bist ein Naturtalent. Im Rumstehen? Vielen Dank, Herr Koch, das wird sehr nützlich sein. Jederzeit. Ich schätze, ich sollte mich wohl für all die Tipps bedanken. Zieh ihn dir an. Findet überall Freunde. Ja, das tut er. Oh, da seid ihr ja. Bereit, die Piraten zu treffen? Mein, ich schätze mal, ja. Aber ich kann von hinten mit ihm reden. Merkwürdig. Aber nein. Wir müssen nicht über Nacht bleiben. Bestellte einen Kaffee und meinte, ich müsste für eine Prüfung lernen. Der Kellner fragte, oh, dann also Mittelgroßstadt klein. Ich sagte, ich würde für den Abschluss lernen. Er entschuldigte sich und gab mir einen großen. Allerwegen, meine Bongen. Moment. Machte mal eine Reise nach Lucent und es gab auch Hocker zum Sitzen. Was? Also ich versuche das irgendwie gerade zu verarbeiten, aber irgendwie macht der Satz für mich keinen Sinn. Außer halt natürlich der reine Informationsgehalt. Er hat eine Reise nach Lucent gemacht und da gab es Hocker, aber sitzt er da nicht auf einem Hocker? Seht mal, wer da ist. Die Abmachung steht. Wenn ihr Voltred nicht im Armdrücken besiegt, müsst ihr etwas für uns besorgen. Danach, Piratenehrenwort, bringen wir euch zur Gespensteinsel. Akzeptiert ihr diese Bedingungen? Jo. Wir akzeptieren. Leute, Armdrücken steht an. Los geht's. Yeah. Bekannt aus Funk und Fernsehen, Armdrücken. Wunderbar. Bortrade, du bist dran. Ihr seid so stark, das wäre nicht fair. Ich mach das. Außerdem Armdrücken mit einem echten Piraten. Wie cool. Gut, aber nimm den armen Kerl nicht zu hart ran. Verstanden, Valer. Ich fordere dich heraus. Bortrade. Kapitänin. Wir können nicht ohne die Münze weg. Gib alles. Ah ja, Kapitänin. Alles klar, siehst mir tapfer aus. Bereit? Auf drei. Eins. Zwei. Drei. Das ist immer noch gut. Haha. Uff. Tummler. Habe ich den Teil verpasst, in dem wir uns auf ohne Magiehemd geeinigt haben? Tut mir leid, Kumpel. Befehl der Kapitänin. Was zur Blitze? Das war großartig. Das wird auf jeden Fall meine beste Anekdote. Zeig es mir nochmal. Dein Glück, dass wir keine Einzelheiten besprochen haben. Hätte es vorhanden sein, als du die Chance dazu hattest, Sohn. Diese Lektion geht aufs Haus. Haha, Voltrade ist wirklich in allem gut. Ist er das? Na klar doch. Nun, da ihr das Armdrücken verloren habt, sollten wir jetzt über diesen kleinen Auftrag reden. Kapitänin? Nördlich von Brisk befindet sich das verlassene Labor eines Arkanenzauberers, der vor langer Zeit gestorben ist. Es wurde seit Jahrhunderten nicht mehr geöffnet, aber man erzählt sich, dass sich darin eine Münze untoter Einwilligung befinden soll. Warum wollt ihr sie? Es ist eine mächtige Münze. Man kann Untote zum Gehorsam zwingen, wenn man sie damit bezahlt. Ja, Untote würde sich denn damit bezahlen lassen, es sei denn, man unterschlägt das, was ziemlich gemein wäre, aber hey, Piraten und so, ne? Also. Ich möchte damit den Geisterkapitän der Abendlichen zwingen, mir sein Schiff zu überlassen. Hussa! Wie kommen wir rein? Die Angst hat die Leute die ganze Zeit über ferngehalten, aber ihr seht robust aus, also sollte das kein Problem sein. Meine Mannschaft wird nicht kämpfen, aber sie wird euch reinbringen. Ein bisschen Magie sollte genügen. Kinathan? Ich werde den Eingang zum verlassenen Zaubererlabor öffnen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Kinathan.
Ahoi, Kapitänin, kommst du nicht mit? Ich bleibe hier und bereite unsere Abreise vor. Holt die Münze untoter Einwilligung und trefft mich dann an den Docks. Ei, ei, Kapitänin. Yolande, Vortrade und Kinethan haben sich zur Unterstützung angeschlossen. Yeah. Meine eigene Cthulhu-Crew sozusagen. Ich bleib hier, ich muss jede Menge Forschungsnotizen sortieren. Fein. Halt, hört her, bevor wir aufbrechen. Seht ihr den Rädertisch dort unten in der Ecke? Die Uhrmacherin hat das Spiel erfunden. Ist auch im Laufe der Jahre ziemlich beliebt geworden. Hört mal, es tut mir leid, dass wir euch reinlegen mussten. Es ist nicht viel, aber wenn ihr euch für Räder interessiert, könnt ihr das haben. Kupferrad erhalten. Liga-Figur erhalten. Magia-Figur. Warum? Ja, Magia-Figur. Fordere Dorf-Champions heraus, verdiene neue Statuetten und verbessere dein eigenes Rad. Ah, yeah, easy. Probiert es jetzt aus. Wenn ihr wollt, können wir auch gleich zu diesem Zauberlabor gehen. Nee. Championspiel. Keine Ahnung, was ich machen muss, aber Championspiel. Hätte vielleicht doch die Regeln lesen sollen. Ist ja der Hammer. Verstehe, also so halb. Okay. Eigentlich kann das so bleiben, denke ich. Tschüss. Ein bisschen, also ich glaube ja, es ist tatsächlich ein bisschen langweilig zum Zugucken. Vielleicht mache ich das dann doch lieber immer ein bisschen offscreen, aber... Hätte halt auch. Ich hätte definitiv die Regeln lesen sollen, bin ich ja ehrlich. Aber die meiste Zeit passiert einfach gar nichts. Nein, das nicht, so. Also er hat eine Figur, die dafür sorgt, dass der Bogenschütze öfter angreifen kann. Und eigentlich muss man sie auch stärken, so wie ich das jetzt mit dem Ritter gemacht habe. Mein Magier ist halt komplett nutzlos, weil ich mit dem gerade quasi gar nichts gemacht habe bisher. Interessant. Aber ne, mein Ritter kann gut angreifen, so ist nicht.
Problem ist halt, sobald einmal der Bogenschütze reinhauen kann, krieg ich wahrscheinlich böse aufs Maul. So, machen wir mal. Machen wir so, mal gucken, was noch so kommt. Ja. Okay. Mauer. Den behalten wir, den behalten wir, den behalten wir. Magier existiert bei mir irgendwie halt, ne? Und machen wir das weg. Nehmen wir nochmal. Yay, ich habe auch einen Goldkrieger. Frisst das. Bullshit. Ich würde ja sagen, diese Mauer hält gar nichts aus. Ich sehe aber wirklich, also dieses Minispiel sollte ich nicht unbedingt... öfter im Video spielen, glaube ich. Weil das einfach tatsächlich sehr, sehr lange dauert. Bombe? Kommt diese Bombe? Ha. Aber jetzt ist es zu spät. Jetzt will ich auch mit meinem begrenzten Wissen hier mal loslegen. Es ist nur egal, von wo ich aus angreife, so wie ich das verstanden habe. Also, mich wurscht, wen ich wohin stelle. Ja, ja, das sieht doch gut aus. Okay. Ja. Beziehungsweise, okay, es ist jetzt, ne, rechts ist jetzt Mond, links ist Dingenskirchen, so das ist wieder was anderes, aber einfach mal machen. Gucken, was passiert. Mauer immer gut. Ja, ja, ja. Ja, und den lassen wir mal drehen. Nochmal drehen. Hätte ich nicht nochmal drehen sollen. Zauberei. Ich brauche wohl mehrere gleichzeitig doppelt oder so. Damit das zählt. Das ist jetzt die eine Regel, die ich noch nicht verstanden habe. Sehen wir aber gleich irgendwann bestimmt mal. Ist halt unfassbar schnell mit die Leute auf höheres Level bringen, ne? Mauer ist gut, angreifen ist gut. Ich stehe ihm halt nicht in super viel nach, halt außer dass ich mich direkt habe mehrfach treffen lassen, ne? Und ich halt jedes Mal schon an jedes kleine bisschen Mauer dran knalle. Halt auch unpraktisch. Goldritter, yeah.
Er wird golden, Bogenschütze darf angreifen, trifft die Mauer, was gut ist. Oder anders gesagt, mir ziemlich egal sein kann. Gehen wir einfach direkt nochmal aufzuhauen, wa? Okay. Und das wird mich wieder umbringen, ne? Als über die Mauer geht. Okay. Wenigstens habe ich die Spielregeln verstanden. Wobei ich mal eben kurz nachgucken könnte. Stand das nicht? Sollte das nicht irgendwo... irgendwo stehen? Da war das ein Lager, wo ich nachgucken kann. Ah. Egal. Zwangloses Spiel. Bah. Einfach nur bah. Jetzt, wo ich alle Regeln verstanden habe, easy peasy. So. Erstmal bauen wir eine schöne Mauer. Oder versuchen zumindest. Ist, glaube ich, hoch genug, damit wir ein Bogenschützen-Ding überstehen. Glaube ich zumindest. Werden wir ja jetzt sehen. Ah, der Bogenschütze ist noch nicht mal dran. Haha. Wenn wir können, würde ich gerne mit Magie angreifen. Aber dafür brauchen wir... oh, okay, na gut. Das ist quasi so, hey, willst du zufällig draufhauen? Dann bitte sehr. Ist halt nur schade, dass er immer direkt gegen die Wand knallt. Ich mag meinen Ritter ja, aber der rennt halt wirklich quasi mit dem Gesicht immer gegen die Wand. Immer klong. Kann das klong förmlich hören. Da kommt die nächste Wand wieder, ist doch ätzend. Aber der weiß, dass er seine Wand steigern sollte. Deswegen ist da so viel Wand. Ja, lass den Bogenschützen ein bisschen was haben, aber ich so Magie. Yeah. Und Stufe 2 Magier geht doch. Sehr schön, sehr schön. Keine wirklich gute Runde. Es passt. Zumindest ist mein Ritter jetzt auch golden. Und näher dran am Angreifen. Und eine Wand hat er immer noch nicht. Oh, Moment. Das ist noch viel besser. Yeah. Nein. Oh, man. Weil natürlich hat er wieder eine Wand. In dem Moment, wo ich mit meinem Ritter angreifen darf, hat er wieder eine Wand. Ätzend. Das wird aber nicht mehr lange halten. Mein Lieber. Hoffe ich zumindest mal. Come on! Direkt wieder so eine blöde Wand. Yeah. Sonst habe ich zwei Varianten. Entweder baue ich eine Wand, was wahrscheinlich besser wäre gerade.
Sehr schön. Und jetzt alles auf. Ne, du brauchtest das hier, Entschuldigung. So. Alles auf den Ritter. Und natürlich kommt da wieder eine Wand. Ich hasse dich. Nur mit deinen scheiß Wänden. Aber ich durfte da eine Bombe legen? Warum? Hä? Okay, warum ich jetzt verloren habe, weiß ich nicht. Ich hasse dich einfach, okay? Ja, gut, fein, haben wir drüber geredet. Okay. Ein Versuch gönne ich mir noch. Und dann mache ich solche Kämpfe offscreen. Weil, wie gesagt, trotz allem, ich glaube, so richtig zum Zusehen ist das halt eher langweilig. Da beißt die Maus halt keinen Faden ab und so. Man. Feuerball. Und Feuerball. Okay. Bisschen Wand. Kann nicht schaden. Und ja, Taktik ist jetzt gerade wirklich einfach. Hauptsache, der Magier macht das schon. Weil jedes Mal, wenn ich mit meinem Pärchen angreifen wollte, kam eine Wand. Immer wenn eine Wand da ist, mache ich eh keinen Schaden. Das ist nicht doof. Würde ja fast so weit gehen zu sagen, dass der Krieger eine komplett nutzlose Figur ist. Aber das wäre fast schon wieder gemein. Ernsthaft. Ich meine, gut, ja, können wir auch verarbeiten, warum nicht? Hätten wir aber nur gut verarbeiten können, wenn ich jetzt dran gekommen wäre. Mir einfach. Ja, gib mir Sonne. Wenn er jetzt sich die beste Mauer aller Zeiten baut. Wollte ich gerade sagen, bin ich eigentlich durch damit, aber ne, bin ich dann natürlich nicht. Aber goldener Magier, ey. Aber wenn er jetzt nicht die beste Mauer aller Zeiten baut. Was ist das? Ja, hat er ja nur drei Versuche gedauert. Yay. Hey, ihr habt gewonnen. Glückwunsch, hier ist euer Preis. Eine Bogenschützenfigur, die wird deutlich besser sein als der Krieger. Meine Güte. Sollte das Winken sein oder was habe ich da gerade gesehen? Anyway. Es hat viel zu lange gedauert, aber ist egal. Ich habe gewonnen. Das ist die Hauptsache und dementsprechend kann ich jetzt erhobenen Hauptes hier rausgehen. Und dann können wir, ich weiß gar nicht, ich glaube, die Demo endete da, aber wir können dann dieses Mal das, oder hat die da geendet? Auf jeden Fall können wir dann beim nächsten Mal hier oben rechts das Zaubererlabor untersuchen. Ich meine, die Demo hat damals hier geendet quasi. Das war schon ein ziemlich gemeiner Punkt, aber ja, warum nicht? Und heute können wir sie dann endlich wirklich erkunden. Zumindest erinnere ich mich nicht mehr dran, was sonst da drin war. Bis zum nächsten Mal. Um kein Video von Sea of Stars mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und vergesst nicht, schreibt mir hinein,
was ihr gemocht habt am Video oder was nicht. Vielen Dank an meine Patreons für die Unterstützung. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye, bye!